noch nie richtig geöffnet. Keramik, wollen wir mal reingehen oder was? Da gehen wir mal rein. Ja? Mal gucken, was hier gibt. Kommt ihr mit? Na los. Kommt mal mit. Carsten, wir sind hier vorbeigegangen und da stand geöffnet dran. Wir sind einfach mal reingekommen. Sag mal, du machst hier so ganz feine kleine Sachen, kann man die kaufen? Die sind für den Kauf gedacht. Die machen wir, um uns eine Freude zu machen mit dem Hobby und anderen die Möglichkeit zu geben, auch an den schönen Sachen zu partizipieren. Das ist aber noch nicht fertig, ne? Das sind Rohlinge, die gestalten wir farblich entweder so, wie es unsere Kundschaft haben möchte, oder wir sind einfach selber kreativ, denken uns was aus und dann kann man das gerne mitnehmen. Aber ihr habt jetzt hier eure, ja, wie nennt man das jetzt, euer Studio, Tonstudio? Tonstudio ist cool, oder? Tonstudio? Ihr sagt, ja, ist das Ton? Das ist Ton, ja, das ist richtig, das ist eine keramische Masse. Ja. Das ist unsere kleine Werkstatt, in der wir auch Töpferkurse veranstalten und in der wir unsere Kreativität, sprich unser Hobby ausleben. Ja. Allein oder mit anderen, je nachdem. Wir daran teilnehmen. Muss man wissen, oder? Weil ihr euch so ein bisschen im Einfamilienhaus versteckt. Wobei versteckt kann man gar nicht sagen, steht ein riesengroßer Hase im Vorgarten. Der ist keine Keramik. Der ist keine Keramik, nein, es ist eine reine Werbung. Natürlich animiert auch Kinder vor allen Dingen reinzukommen, ja, die den Hasen mal anfassen oder sehen möchten im Näheren. Ansonsten, jeder ist gerne eingeladen, vorbeizukommen, mit uns zu töpfern, ja, oder einfach eine gute Zeit zu verbringen. Ja, übrigens, super Idee für Weihnachten, ist ja bald demnächst Ostern, ihr habt es gesehen hier, Ostern ist auch bald. Ja, da haben wir schon die ersten Ostereier wieder gehabt, aber lass mal erstmal Weihnachten vorbei sein und wer will, kann ja mal hier vorbeigehen bei Carsten Gubbe und seiner Frau. Ihr sitzt genau wo? In den langen Stücken Nummer 12, ja, in Bockheide. Genau, und da kann man einfach, wenn da geöffnet steht, dann ist wirklich offen und einfach reinkommen, klingeln und mal einen Schnack machen. Also wer noch Spaß haben will bis Weihnachten oder ein Weihnachtsgeschenk sucht, ja, oder so, einfach herkommen. Okay. Tschüss. Danke.